viele Menschen können sich erst der Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung widmen, wenn sie großes Leid erfahren haben. Wenn also diese Welt der äußerlichen Form, an die sie immer geglaubt haben, wenn die einfach irgendwann zusammenbricht, weil ihnen irgendwas genommen wird, weil irgendjemand stirbt, sie einen schweren Unfall haben oder sie verlassen werden. Das heißt, viele Menschen brauchen quasi als Anstoß ein starkes Leiden, um überhaupt eine Motivation zu entwickeln, dieses Spirituelle anzunehmen und weiter zu verarbeiten und für sich selbst umzusetzen. Also sie haben quasi so eine Sperre drin, die verhindert, dass diese spirituelle Lehre tief in sie hineingeht und eine Transformation, eine Weiterentwicklung auslöst. Und neben Unfällen und Verlusten, also von Familienangehörigen etc., sind es vor allem Beziehungen, also Beziehungen zum anderen Geschlecht, die das in uns auslösen. Deswegen der Glaubenssatz, dass Beziehungen immer harmonisch sein müssen und falls irgendwas mal nicht funktioniert, hat man gleich versagt oder hat die Beziehung versagt, ist eigentlich ein Trugschluss, weil wir alle leben eigentlich in einer Welt, wo wir denken, dass die Form alles ist und dass wir unsere Identität aus der Form und aus unseren Lebensumständen herausziehen. Die meisten Menschen haben keinen Zugang zum wahren Ich, zum tiefen Selbst, zur Bewusstheit, zur Gegenwärtigkeit. Und diese Beziehungen führen uns immer wieder mit, konfrontieren uns immer wieder mit unseren größten Ängsten, weil unsere Verlustängste aus der Kindheit werden hervorgeholt. Wir haben Streitigkeiten untereinander. Nichts berührt uns so tief und so schmerzhaft wie eine Beziehung, die nicht funktioniert oder ein Verlassenwerden, wenn ein Mann die Frau verlässt oder eine Frau, die den Mann verlässt oder auch, wie gesagt, wenn Familienangehörige einfach sterben unerwartet. Es sind alles sehr starke Transformationen und das sollte man nie vergessen, dass das ein wichtiger Teil von einer Beziehung sein kann. Natürlich kann man sagen, es ist irgendwann schon das Ziel, dass man fröhlich und ohne Sorge und ohne Angst lebt, aber solange man nicht an diesem Punkt ist oder diese Schranke in seinem Herzen noch nicht geöffnet hat für diese Spiritualität, sollte man alles, was einem Leiden bringt, auch gleichzeitig als Chance sehen, weiterzukommen im Leben, sich etwas Neuem zu öffnen. Wenn etwas Äußerliches wegfällt, wo man dachte die ganze Zeit, das ist meine Identität oder das muss so sein, das darf ich nicht verlieren, sonst bin ich nicht mehr ich selbst. Wenn das plötzlich wegfällt, dann öffnet sich ein Tor zum wahren Selbst. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.